Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Pokémon Revolution Online. Revolution Online. Mit dabei ist der Bloody. Ich begrüße ihn. Hallo. Und wir haben noch einen Co-Kommentator dabei, den Woody. Ja, hallo. Aber er spielt selber seinen eigenen Spielstand weiter oder so, keine Ahnung. Ja, genau, wir haben es. Ja, sag einfach. Was? Ja, ich wollte nur bestätigen. Achso. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt im Grunde die jetzt, also wir nehmen es halt auf einem neuen Server, haben aber auch unseren privaten Spielstand auf dem blauen Server. Den kann man natürlich auch noch bekannt geben, zeigen, wenn man denn mal Lust hat oder falls ihr es wollt. Und ja, wir haben jetzt gerade einen so schönen Himmelscreen mit unserem Professor Oak. Himmel? Ich sehe Boden. Ja, ich gucke gerade vom Himmel aus runter. Ach so, okay, ja, gut, aus Vogelperspektive noch direkt nach unten. Ja, genau. Genau. So, welcome to the world of Pokémon. My name is Professor Oak. Ja, im Grunde erklärt er euch halt, was. Ja, also da wird das übliche Gedöns. Hallo, genau, das ist die Welt der Pokémon, bitte wählt jetzt ein Pokémon. Brauchen wir eigentlich nicht zu erklären. Ihr wollt jetzt nur einfach da gleichmäßig starten. So, jetzt können wir unseren Charakter hier schon erstellen. Genau. So ein Opi mit Glatzkopf. Also wir haben einen. Wäre cool, wenn er sich nicht immer im Kreis bewegen würde, ey. Ja. Wir haben natürlich jetzt männlich-weiblich. Wir sind natürlich sehr feminin. Also nehmen wir natürlich den Mann. Haben verschiedene Hair-Stylisten. Den finde ich cool. Styles. Ich habe auf dem blauen Server einen Oh, ich bin rausgeschmissen. Nice. Zu lange inaktiv. Ich wurde rausgeschmissen. Nein. Okay. Ich hatte anfangs auch den Fehler gemacht auf dem blauen Server, hatte den falschen Skin gehabt, also die falsche Körperfarbe. Die falsche Körperfarbe? War das dann diskriminiert? Nee, es ist nur scheiße, weil ich nehme das schon eine Körperfarbe oder Hauttyp, die auch wirklich zu mir passt, nur ich habe jetzt was dunkler genommen, was ich nicht bin. Das ist aber ein bisschen blöd. Spielt halt einen Charakter, der in der Sonne lag. Ja, läuft schon nicht so verkehrt. Gibt es eigentlich schwarz? Müsste aber eigentlich, ne? Ach, komm schon. Ja, gibt es. Meinung. Das ist ja nicht wirklich schwarz. Ja. Ich will nämlich gucken, dass ich diesmal, na super. Toll. Gibt ja wundervoll viele Klamotten, würde ich mal sagen. Okay, hab meinen Charakter. Lompi! Hey, Lompi! Hallöchen! Hallo! Wie heißt du? Seraph Dragneul. Also, mal kurz erklärt. Okay, Seraph Dragneul. Ja, eigentlich Dragneul, aber den Namen gab es schon und hab dann eben Dragneul gemacht. Weil es ist auch an sich der richtige Name oder die richtige Schreibweise. Keine Ahnung. Wir sind hier im Origin Forest. Genau, und zwar, um nur kurz zu erklären, der Lompi ist auch Neuling in dem Spiel. Komplett. Es gibt mittlerweile 3 Regionen. Ich glaube, die 4. ist sogar auch kurz vor dem Erscheinen. Wir starten ganz klar in der 1. Region, Kanto. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier rum und währenddessen erkläre ich ein bisschen, beziehungsweise folgen einfach mal Lompi. Lompi hängt am Baum fest. Ich habe gechattet. Ah ja, es gibt eine Chat-Regel hier in dem Spiel. Man kann einen deutschen Kanal hinzufügen, aber gewollt ist Englisch. Ich darf nicht sprechen, steht hier. Ja, you need to play the game for a while before being able to speak. Ja, okay. Oh, ich bin erstmal gegen die Wand gelaufen, weil ich den Chat... Ey, werfen wir doch hier nicht so ein Pokémon vor die Füße. Was ist das? Ich will das aufheben. Das ist ein von Naira. Hä? Ah, ich mach dein Herz. Es scheint, du hast gerade die wilden Pokémon gefunden. Ja, fang die Pokémon! Achso, ich kann ja noch gar nicht kämpfen, ich habe ja noch gar keinen Starter. Richtig! Die kriegen wir jetzt auch noch. Wir haben einen Rocco, aber das macht nichts. Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich Rocco. Ja? Das ist ein auf jeden Fall Dude. Seht ihr hier rechts unten in dem Bildschirm natürlich einen Textkanal. Da habt ihr einmal Battle, Trade, Other, Hell, All und Lokal. Hey, hier ist ein Professor Eich, ich hab Angst. Ich weiß, einfach anklicken, der verkauft uns eine Waschmaschine. Der Klassiker. Ach, der mal kleine. Wieder, I heard from your mother that you want to become a Pokémon Trainer. Wie hat er das von meiner Mutter gehört? Warum nicht von mir selbst? Keine
Dann musst du Mutti den auch wieder anrufen, ey. Und dann verschwindet er einfach, der geht gar nicht weg. Okay, na, macht dir nichts, passiert. Hier, hier haben wir The Greeting Nightmare. Ich geh mal nochmal rein. Hello. Oh, guck mal. Ist das die Katzenmutti? Die Katzenoma ist das doch. Hello, my darling. Welcome to my humble house. Oh Gott, das will. Ja. Auf jeden Fall, im Chat unten rechts, diese Future werde ich nachher auch noch zeigen, könnt ihr Pokémon traden, beziehungsweise vorstellen. Dazu werde ich aber später was näher eingehen, weil wir jetzt gerade keine Pokémon haben und ich kann nicht so viel über die Pokémon erklären. Ich dachte gerade, dass die Oma mich nicht gehen lässt. Ein Geradax. Ja, wir haben so das klassische Menü. Unten links sehen wir natürlich New. Mio, Mio. Lompi ist verschwunden. Okay. Nee, ich bin noch da. Hä? Bist du? Ach, ja, wir haben die Map gewechselt offensichtlich. Jetzt bist du wieder weg. Ja, jetzt quatscht die Tante mit mir und zeigt mir quasi einen Pokémon-Kampf. Ja, dann zeigen wir mal, wie man kämpft. Die Tante ist seine Mutter. Das ist aber eine junge Mutti. Ich sehe älter aus als meine Mutti. Ja, hi. Mit zwei Pokébälle, die wohnst du bei mir zu Hause? Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt erstmal pumpen. Yeah. Geh du pump mich, zock Gamecube. Mario Kart. Hä, was? Warte mal. Smash Bros. Okay. Dang it. Okay. Es fördert bei Kirby. Oh, Rage Quit. Deswegen macht man doch kein Rage Quit. Das ist Kirby, Alter. Kirby ist der schwächste Charakter im Spiel. Das ist nämlich der Einsteiger-Charakter. Die Pokebälle können wir noch nicht nehmen. Und wir wissen noch nicht, was man damit macht. Ja. Denn wir haben bisher bloß Pokémon Go gespielt. Hey, Woodpecker! Woody! Hä? Ist das der echte? Ja. Der echte Woody! Lompi, bleib mal stehen. Ja, ich muss jetzt mal mit Woody reden. Aha, was? Willst du Freund sein? Hey, ich hab Freunde! Yay, geil! Ich hab Freunde! Oh nein, ich will nicht zweimal mit meiner Mutti. Guck mal, die hat sogar ein Pantymos. Ja. Der Klassiker. Also, jo. PvP. Wow. Hab ich schon zum Beispiel auch noch nie gemacht. Sind wir hier in Kanto? Ja. Okay, ich hab's im Fernsehprogramm erkannt. Kommen Sie mal rein. Oder kommen Sie mal raus. Gibt Fernsehprogramm? Hä? Huch? I'm so sorry. Was, warum leuchten die Häuser? Das da ist kein Leuchten, das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Ach so. Das zeigt dir an, dass du da reingehen kannst. Ah. Hallo Jackson Smart. Der Jackson ist ein böser Bube. Er wird uns nachher auch ziemlich wegfetzen. Ich muss erstmal an den PC. Der wird dich doch nicht wegfetzen, du wirst ihn zerstören. Ich kann doch nicht an den PC. Sag mal so, jetzt muss ich ihn zerstören. Sonst komme ich nicht weiter. Jacksons Mutti sieht aus wie meine Mutti. Und mal kurz erklärt, wenn du Pokémon-Kämpfe bestreitest gegen spezielle Gegner und gegen die verlierst, kriegst du danach keine Erfahrungspunkte mehr. Oh. Ja, deswegen solltest du am besten direkt kämpfen und gewinnen. Sonst hast du wirklich Erfahrungspunkte verschenkt. So, hier haben wir natürlich vier Pokébälle. Warte, ich möchte kurz was erklären. Wir haben hier vier Pokébälle, die wir nehmen könnten, einen von denen halt, klar. Einmal Standard, Bisasam, Glumanda und Shigi. Ja, und da oben ist Pikachu. Genau, richtig. Pikachu kriegst du allerdings, wenn du erst alle drei abgelehnt hast. Achso, ich habe gerade alle drei abgelehnt, glaube ich. Genau, dann kannst du dir Pikachu nehmen, wenn du willst. Nee, will kein Pikachu. Der einzige Vorteil bei dem Pikachu ist, dass es Surfer kann. Ja, okay, es gibt genug andere Pokémon, denen ich Surfer beibringen kann. Genau, Also Pikachu, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, ist ein echt schlechtes Starter, was man wählen kann. Ja, es geht. Also es ist eine Challenge wahrscheinlich, mit Pikachu anzufangen. Weil du hast in den ersten, also gegen Brock hast du da wahrscheinlich echt nicht so die Chance mit einem Pikachu. Genau. Also bei mir ist es so, ich werde entweder Glumanda oder Shigi nehmen. Also ich nehme Shigi. Was nimmst du? Okay, dann nehme ich Glumanda. Warum hast du ja einen unfairen Vorteil gegen mich? Nee, einen unfairen Nachteil. Ja. Und jetzt habe ich einen Glumanda. Da trennst du gar hinter mir her, das ist aber klein. Ja, das ist das Future von Pokémon Soul Silver und Heart Gold. So, und du hast jetzt oben links eine Liste, beziehungsweise in der Pokémon-Leiste deinen Shigi. Wenn du mal da draufklickst, bekommt man ein schönes Fenster, in dem man den Ability des Pokémon sieht. Oh, mein Glumanda ist übrigens nicht in der. Ah ja, das ist genauso wie bei Pokémon MMO.
Genau, ja, denke ich mal. Ich kenne zum Beispiel nicht. Und das Wichtigste ist unten rechts ATK, Death Speed, Spezial ATK, Spezial Death. Kann ich denn dem jetzt hier einen Spitznamen geben? Ey, der hat mich gar nicht gefragt. Nee, kann man nicht. Leider. Oh. Zumindest habe ich das noch keinen Wunsch dazu. Nicht. Nee. Auf jeden Fall hast du da drei Anzeigen. Einmal die der Name des Deads plus dann die die Anzahl, die du wirklich hast. IV-Werte und die EV-Werte. Die EV-Werte sind ganz klar, die steigert man, indem man gegen die Pokémon kämpft. Die IV-Werte sind halt von Standard schon gegeben. Allerdings bin ich mit meinem Glumanda nicht sehr zufrieden. Er hat nämlich die falschen Stats. Das heißt, ausloggen, nein. Nee, ich müsste, glaube ich, einen Account löschen. Es könnte man sogar machen. Nee, da musst du löschen. Naja, du musst halt... Entweder stellst du jedes Mal einen neuen Charakter. Ja, und das ist blöd, das ist Quatsch. Ich meine, ich habe jetzt, das ist ja auch so ein zweiter, den ich habe, und das, ja. Ja. Mein Visasamen ja. Nicht ganz so schlecht. Ja, aber ich zeig dir jetzt mal mein Glumanda, also. Ich werde dir jetzt auch mal gerade schicken, damit du dieses Future auch siehst. Lompi. Mhm. Oha, ja. Message. Ich habe es einfach mal ausgeschrieben. Und du kannst dein Pokémon quasi reinziehen und kannst es dann zeigen. Ah, okay. So, wenn du dann draufklickst, dann siehst du, was das für Stats hat und so. Mhm. Und mein Glumanda ist wirklich scheiße. AP ist was schön und gut, aber er braucht Spezialangriff oder ATK. Speed wäre noch akzeptabel dann auf die Werte, aber Def und HP, ich bitte dich. Wer spielt Glumanda bitte auf Defensive und HP? Ah, ich will das auch machen, Message. Genau. Wie geht das? Einfach reinziehen. Daran, einfach reinziehen, dann wird's markiert. Okay. Genau. Und, so, und hier sehen wir jetzt das Gürtel von Lompi. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, du siehst nicht die EV-Werte, nur die IV-Werte. Mhm. Ja. Und eigentlich ist dein Shiki ganz gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Angriff, 9 Defensive, 29 Speed, 12 Spezialangriff, 23 Spezial-Def und HP 28. Das ist eigentlich in Ordnung. Aber ganz guten Griff gemacht, ja. Ich auch mal mein tolles kleines Visasamen zeigen. Oh ja. Das ist ein Bulbasaur. Nur kurz erklärt, jedes Pokémon, was man fängt. Ah, das ist schon Level 21, deswegen ist das ein bisschen stärker. Ja. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt, deswegen. Ja. Ich habe sogar schon einen Orden hier. Hat man auch irgendwie so ein Trainer-Level oder sowas in der Richtung, dass man sagen kann, ich spiele das Spiel jetzt schon so lange, ich bin cool? Kannst du auf Trainer gehen, links unten, dann öffnet sich dein Trainerpass. Dann siehst du einmal deinen Namen. Ah ja, hier, ich sehe es, Playtime. Du hast schon 3 Stunden gespielt. Ja. Ich meine, das bist du. Ja, genau. Du hast schon 3 Stunden gespielt, das ist ja echt eine krasse Scheiße. Gut, du bist ja, hast jetzt rechter Mausklick bei dem bei ja, ja. gemacht, ne? Ja. Bei Woodpecker. So, noch was erklärt. Und zwar, du hast oben rechts, hast hier deine Anzeige, Local Time und Poke Time. Das ist ja verständlich, auch die Tageszeit. Wenn du hast aber dann da rechts ein Symbol, das halt zeigt, wenn du draufklickst, dass sich was öffnet, ein neues Fenster. Dieses Fenster zeigt dir an, welche Pokémon du bereits schon gesehen hast und welche Pokémon du auf der Route fangen kannst. Verstanden? Oder? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Ich habe gerade einen Channel erstellt, heimlich. Okay, bitte nochmal. Du hast oben rechts hast ja dein Lokaltime und Poketime. Ja. Und daneben hast du natürlich da ganz klar die Tageszeit. Ja. Aber genau darunter ist noch eine Fläche mit einem Pfeil nach links. Wenn du draufklickst, öffnet sich ein Fenster. Und in diesem Fenster werden die Pokémon angezeigt, die du erstens schon gesehen hast, und zweitens, wenn du auf einer Route bist, ob die auch wirklich da fangbar sind. Ah. Die Pokémon, die du natürlich noch nicht gesehen hast, werden mit einem Fragezeichen markiert, das ist ja klar. Ich sehe mir gerade bei mir, es gibt die Kanto, Johto und die Höhenregion. Genau, wenn du auf die Karte gehst, sieht man auch noch schön die Kanto, Johto und Höhenregion. Man kann noch die Savy Islands besuchen, keine Ahnung, ich habe sie selber noch nicht besucht. Ich habe bis jetzt Kanto und Johto hinter mir und bin gerade in der Höhenregion, kurz um 8. Arena. Deswegen fangen wir auch gerade von vorne an. Sonst hätte ich gesagt, reise ich mit Lompi von Kanto aus an noch weiter. Aber geht gerade nicht, weil man kann immer erst, wenn du in der neuen Region bist, ab den 8. Orden wieder in die alten Regionen reisen.
Ja. Es gibt dann noch spezielle Pokémon, die du nur fangen kannst in der Region, wenn du Membership bist.